Ja, der Zeltplatz, gell, Julian? Da hast du auch ein bisschen Zeit verbringen. Ich habe dir die Aufgabe gestellt, eine Nacht auf dem Zeltplatz zu übernachten. Allerdings halt ohne die Essentials, ohne Geld und ohne Zelt. Es war eine brutal bittere Pille. Vor allem, weil ich mir gerade am Morgen schon gesagt habe, als ich aufgestanden bin, wie sehr ich mich schon wieder aufs Bett freue. Das stimmt, ich weiss aber es noch. Gott sei Dank, ich hatte Reto in der Not, den Jonas und den Manu, die mich wirklich ja, gerettet haben. Aber schaut selber. Hoi Julian. Ich habe noch eine Überraschung für dich. Also schau, wir sind hier auf dem Festivalgelände. Du wirst da bleiben. Du verlässt das Gelände heute nicht. Versuch jetzt mal den Abend zu rekapitulieren. Erste Station, Partyzelt. Darf ich dich fragen? Das Bier nicht? Darf man das trinken? Ist es gut noch? Mit dem geschnorrten Bier ist es dann als erstes Konzert gegangen. Nach dem KIZ-Konzert, so gegen die 11:30 Uhr, war dann mal eine Tour über das Festivalgelände angesagt. Und ich bin nicht enttäuscht worden, was absurde Situationen anbelangt. Das kleinste Partyzelt auf dem Gelände. Ist der DJ aus den Bergen. Ach, man geht schon nicht mehr. Es ist noch nicht mal 12 Uhr. Oh, wenn man nur das Geld für einen Kaffee hätte. Und dann sind wir zu der eigentlichen Knacknuss vom Abend gekommen. Wo penne ich eigentlich? Ich habe zu diesem Zweck noch einen Aufruf auf Instagram gemacht und tatsächlich sind Antworten reingekommen. Eine heisse Spur. Und zwar Joko 2 heisst er, der Jonas. Der Jonas hat sich an geboten. Sie haben noch etwas. Oh, habe ich jetzt mit euch geschrieben? Ja. Fall. Du bist der Jonas. Ja, voll. Und du bist der Manuel. Freut mich aus. Ja, geil. Hat er noch einen Schlafplatz für mich? Ja, sicher. Yes! Also, wir gehen schon an den Zeltplatz und denken wir es auf. Gut. Recht geht nicht. Der Kameramann hat dann irgendwann das Trottoir aufgeklappt. Für mich ist dann die Nacht eigentlich erst richtig losgegangen. Schön, wir morgen zwei jetzt. Status bricht am Morgen um 4:30 Uhr. Es tagt. Man sieht die Sentis von hier aus. Und hier oben geht nach wie vor die Lussi ab. Irgendwann hat es aber doch geheißen, Lilö, Lichter löschen auch für mich, wenn auch nur für ein paar Minuten. So, der Lamm. Einmal zwitschern. Das ist mein Kopfkissen, meine Weste. Ich habe einen Seidenschlafsack. Draussen geht es immer noch ab, wie ihr gehört. Ich bin froh, ich habe jetzt ein paar Stunden nappen. Sind wir morgen. Tschüss zusammen. Guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Huren Affe. Morgen zusammen. Es war eine kurze Nacht. Mein Kompagnon der schläft erst noch. Jetzt habe ich wieder gelernt, was der Rhythmus ist von der Jugend am Open Air. Das ist nicht der von der normalen Gesellschaft und von uns normalen Menschen. Und es brennt einem direkt schon wieder die Birne rein. Julian, es war grossartig. Es war wirklich krass. Kann man so gelten lassen? Kann man so gelten lassen. Also, du bist herzlich willkommen die Nacht wieder bei uns. So, Rika, hä? So von wegen Nacht durchmachen. Der Jonas und der Manu, sie sind Teil von einer neunköpfigen Gruppe, die eigentlich auch dieses Jahr am Open Air St. Gallen wäre. Das hat Tradition. Also, wir haben es gesehen, du warst eigentlich der Retter von Julian am 7. Abend. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir so zurückschauen, Jonas, wie ist es dir gegangen? Was ist dir durch den Kopf, wo der Julian plötzlich auftaucht ist und gesagt hat, du, darf ich bei euch schlafen? Also, es war so, dass ich seine Story auf Instagram gesehen habe. Und dann habe ich mir auch nicht viel dabei gedacht und habe einfach gedacht, ich schreibe jetzt einfach mal so Spass.
Und dann hat er geantwortet und dann habe ich die Nachricht an Manu gezeigt. Und der Manu sagt, ja, das stimmt eh nicht, der verarscht dich nur. Schreib ihm, er soll dort hinkommen und dann gehen wir schauen, wo dort ist. Und dann haben wir irgendwie vor dem Bacardi drum abgemacht und dann sind wir dort hingelaufen. Und dann sind wir beide so, oh krass, er ist echt da und so. Dann haben wir gewusst, sollen wir jetzt wieder weglaufen oder so, sind ein bisschen nervös gewesen. Aber dann haben wir gleich gesagt, ja, wir gehen hin und dann, ja, ist mega cool gewesen. Das klingt wie das erste Dating, wenn du so erzählst. Schon ein bisschen. Ja, ich war schon völlig verzweifelt. Es war irgendwie um die Eins herum, ja, genau. Oder? Und ich habe gedacht, hey, der Diplo hat vorher noch gespielt und langsam hat sich so gelichtet vor der Bühne. Und ich habe gewusst, ich habe kein Zelt, ich muss irgendeinen Schlafplatz haben. Hey, und du bist im Fall wirklich einer der wenigen gewesen, die dann wirklich konkretes Angebot gemacht haben. Die anderen haben mich mehr ausgelacht. Und schlussendlich, ja. Ja, vor allem ums Schlafen ist es ja wahrscheinlich in erster Linie gar nicht gegangen, oder? Sondern zuerst mal noch Konzert schauen und die eine oder andere Bar unsicher machen. Ja, wir sind ja, das Vulpina St. Gallen ist ja bekannt für, um sich gut Alkohol zu konsumieren. Und das haben wir dann auch so gemacht, ja. Und es war recht lustig, ja. Ja, ihr habt wahrscheinlich auch gewusst, dass das der Julian da am Open Air St. Gallen noch nie so gemacht hat. Wahrscheinlich nicht. Zuerst mal schön nachher. Er war schon mal auch jung, wir wissen es nicht. Was mich noch wundernimmt, ist, hat alles vom Material, das ihr in dieser Nacht erlebt habt und aufgenommen habt, nachher ins Video geschafft? Also das meiste ist schon drin, aber es sind ein paar Sachen, die im Sitter-Double passieren, die bleiben im Sitter-Double. Hey, das muss man vielleicht an dieser Stelle auch noch geschwind sagen. Wir sitzen am gleichen Ort wie letztes Jahr während dem Open Air St. Gallen und in den gleichen Klicken. Jetzt wenn wir dieses Jahr ohne Open Air St. Gallen auskommen. Steffi, hast du schon einen Plan, was wir machen jetzt am Open Air Wochenende? Habt ihr etwas geplant? Ja, also ich denke, wir bleiben sicher mal beim Zelten. Leider nicht mit der gleichen Location. Vielleicht ins Tessin. Mal ein bisschen wärmer. Also gut, letztes Jahr war es zwar auch warm. Muss man mal dazu sagen. Eben ja, ins Tessin oder vielleicht in die Berge rauf. Einfach wieder mit übernachten, haben wir gedacht. Und aber alle zusammen? Genau, aber es ist halt leider nicht immer so einfach zu organisieren mit dem Chaos-Trupp hier.